Okay, Leute, es ist 6.36 Uhr. 6.36 Uhr. Guck mal, wen ich da sehe. Thomas! Das ist schon fleißig am Film. Guten Tag. Wie geht's dir? Ja, ist gut. Ein bisschen müde noch, aber geht eigentlich. Ja, mittlerweile bin ich wach. Heute Morgen dachte ich, ja. Also Thomas ist auf jeden Fall sehr pünktlich, 6.37 Uhr und 6.45 Uhr ist Treffen angesagt. Mal sehen, ne? So machen wir das. So, jetzt packen wir. Okay, Nummer 1 ist schon voll. Thomas. Mit welchem Auto muss ich eigentlich fahren? Wer zuerst fragt, fährt den Transporter. Wer fühlt sich fit für den Transporter fahren? Ja. Weil alleine fahren musst du. Ja, ich weiß. Wenn ich schon alleine fahre, darf ich auch den Transporter fahren. Okay. Oder wir fragen gleich einfach Lena und Elena. Ja, mir ist egal. Ja, wirklich? Ja. Hallo! Ich bin mal wieder gnädig. Ich musste nicht kratzen. Ah, gut. Und? Wie fühlst du dich? Gut. Ich sag ja, 35 ist meine Zeit. Ja, und hier, hier Lena schon wieder überpünktlich. Ja, wir drei immer, ne? Ja, das wir ist so. Wir packen dann und die anderen kommen, wenn alles fertig ist. Ja. Aber man muss auch sagen, Elena kommt aus Bremen. Ja. Ja, und Jill? Kommt von niemand. Schade. 2 Minuten zu spät. Auch, aber auch pünktlich. Ich musste auch nur 3/4 Stunde hierher fahren. Ja, deswegen haben wir auch schon gesagt. Fit? Ja, doch. Du? Ja, ich bin auch sehr fit. Sehr schön. Dann freust du dich auf deine Frauen? Doch, ich freue mich auf meine Frauen. Sehr gut. Das wird super. Gut. Elena, ihr habt die schöne Aufgabe, den Transporter zu fahren. Ach, herrlich. Ich hab's mir erhofft. Also ich könnte ja gleich wieder filmen, wie ich hier die Hecke mit dem Moin, Jill. Ja, Elena, hat dich deine Mama gerufen oder ja. Papa oder Hände? Geht auch noch. Ich würde mich gerade sagen, meine Mama und mein Papa. Ich glaube, ich habe die gerade richtig angeschockt, weil ich bin gekommen, stand da rechts und ich wollte da parken und ich wollte halt einfach, dass sie los mit meinem ersten Lichthupe. Und dann habe ich so gesehen, scheiße, Bremen. Okay, fährt nicht geradeaus durch, will wenden. Ja. Hallo. Hallo. Hallo Mama und Papa. Unangenehm. Jill macht Kaffee. Sehr klar, das Wichtigste zuerst. Thomas, bist du zufrieden mit der Packleistung? Ja, sehr gut. Okay. Auf jeden Fall eine nette Pflanze vorne drin. Zeig mal bitte einmal. Und dann noch meine Bürgerfreunde. Das ist auf jeden Fall Thomas Beifahrer drin heute. Hundespielzeug. Nummer 1 zu, Nummer 2 ist auch sehr eng. Ja, das ist fast alles meins. Das ist tatsächlich alles Thomas. Ja. Und übrigens, das sind wunderschöne Autos von Carsten. Carsten könnt ihr auf LinkedIn kennenlernen. Carsten gibt 20% Rabatt für den Code Miss Germany auf Autos. Alle seine Wagen. Oh, ist das schon wieder aggro? Das soll doch jeden Donnerstag gemacht werden. Oh. Ist das jetzt nochmal Biomüll oder Restmüll? Wenn die gemischt sind, Restmüll. Kapseln sind kein Biomüll, liebe Leute. Merkt euch das. Ja, es gibt doch welche, aber die sind fein. Immer. Leute, merkt euch das, wenn man zu spät kommt, dann ist man auch extra gestresst. Einfach pünktlich kommen, dann ist man auch nicht so gestresst. So wie Lena, Thomas und Max. Okay, Leute, alle im Auto, es geht los. Ich bin mal gespannt. Servus. Wir haben jetzt einen Zwischenstopp gemacht. Und es schneit so schön. Das wird einfach nur toll. Ich bin echt gespannt, wie das beim Schloss aussieht. Ja, bist du richtig gespannt. Ich glaube, es sieht sehr gut aus. Leute, wir sind jetzt schon viel zu früh da. Und wir können noch nicht zum Schloss, weil wir müssen ein bisschen warten, weil die Leute noch vorbereitet werden müssen. Also nicht die Leute da was vorbereiten müssen. Thomas! Thomas! Thomas, geht zu den Schafen. Hier sind Schafe. So. Wir fahren jetzt weiter. Katapulten vom Bahnhof. So, wir sind jetzt am Bahnhof in Ludwigsfelde und haben die tolle Katta eingesammelt. Da ist sie. Katta, wie war's hier? So? Es war wild. Es war wild? Es war wild. Ich habe fast meinen Zug verpasst, aber ich bin, glaube ich, mit einem Koffer von, wie schwer war der, Max? Sehr schwer. Danke, sehr schwer. Zum anderen Bahnsteig gerannt
Und dann ist auch noch die Rolltreppe ausgefallen, dann durfte ich sie hoch und runter tragen. Glaub mal, ja, nicht, dass mir einer geholfen hat. Nee. Selbst ist die Frau, ne? Na, jetzt bin ich schon warm. Super, dann kann ich gleich zum Aufbau gehen. Sehr schön. Kann dann zu zweit auf dem Beifahrer sitzen. Weil Thomas ist nämlich mit seiner Pflanze. Thomas, wie heißt du denn? Nein, Sarah. Sarah! Ja. Gut, lass uns mal so stehen. Sarah sitzt jetzt sicher. Da ist er, der Thomas und Katha. Und? Wie geht's Sarah? Sarah geht super, ich habe mich sehr um sie gekümmert. Ja? Schön warm hier. Schön warm. Wunderbar, vielen Dank. Vielen Dank fürs Interview. Tschüss, ne? Schaut mal, wen wir da haben. Die Lena. Lena, wie war es mit dem Transporter? 1A, muss ich sagen. Der fällt sich gut? Ja, er quietscht ein bisschen, aber war gut. Okay, schön. Und Elena, how ist die Lage? Ich bin auch dabei. Ach schön, ich bin Elena und ich bin auch dabei. Ja, ich war Beifahrerin, das war auch mal nett. Ja? Ja, wir sind hier eben durchgefahren und waren so die ganze Zeit nur, oh, guck mal da, guck mal hier. Was habt ihr so gesehen? Also warum wart ihr so begeistert? Einfach diese kleinen Hütten und der Schnee und irgendwie ist das alles toll. Schön, schön. Also ein paar Kurven waren nicht so gut für unsere Ladungssicherung, aber mein erster Blick sagt, es ist alles heile geblieben. Okay, wunderbest. Max ist auch schon gespannt, gell? Ich bin wirklich sehr gespannt. Ja? Wollen wir schon mal reingehen oder Hallo sagen, oder? Ja, gute Idee. Katha, was sagt Head of Everything? Head of Everything sagt, wir gehen mal gucken. Okay, tschüss. Jetzt geht's los. Oh. Hi. Ich bin hier bei meiner Lieblingsbeschäftigung mit dem Werkzeug am Gange. Das ist immer so mein Ding. Ich baue hier die Spiegel auf und dann wird hier weiter fleißig gerödelt. Elena rödelt besonders doll. Ich bin die Rödel-Queen, ist ja klar. Tatsächlich wirklich ich einfach rumrödeln. Ja. Elena, das ist 40. Anni, oh, ich dachte schon, Top Max, 40. Max, hör's auf! Das schon, als die Top 40. Wir hatten nämlich mal einen kleinen Fauxpas im letzten Jahr. Da wurden schon Scherben vergeben und ich habe vergessen, dass sie schon vergeben wurden. Und ich hatte panisch die anderen gesucht, aber sie waren einfach schon vergeben. Deswegen habe ich jedes Mal Angst, dass wir zu wenig haben. Aber es sind die richtigen. Superklasse! ABM, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Nein, wir bereiten die Geschenke für die Kandidatinnen vor, die sie auf die Zimmer gelegt bekommen. Und wir haben richtig cool von Caro richtig schöne Pullis bekommen, willst du mal sehen? Obwohl, den muss ich noch. Der ist besser. So, und noch viel cooler. Das sind persönliche Karten von Caro. Caro hat jeder einzelnen Kandidatin eine persönliche Nachricht geschrieben mit ihrem Namen und einer lieben Nachricht. Das ist richtig, richtig süß. Guck mal, die hier ist für Miriam. Ich bereite Snacks vor für die gemütlichen Abende, dass wir auch genug Verpflegung und Energie haben. Thomas will mich jetzt nicht, er sieht nämlich sonst natürlich nichts tun. Ah ja, wie immer. Entschuldigung, ich lag gerade eine Story hoch. Oh nein, hier ist was ausgelaufen. Damit ihr auch wisst, was so bei Instagram abgeht, das Sneaker. Und ja. Was mache ich jetzt mal? Ah, guck mal, da drunter liegt auch noch. Ja, ich bin ganz happy über den Kaffee, der ist wirklich sehr lecker. Jetzt ja, tüdeln wir so ein bisschen rum, das Ding ist, aber wir müssen noch bis 13, so eine halbe Stunde warten, weil dann sind die Gäste unten raus und dann geht's richtig los. Endlich wieder Blumen. Das ist ja meine heimliche Leidenschaft. Vielleicht ist die Musik etwas laut, oder? Also, endlich wieder Blumen, weil, soll ich euch mal meine heimliche Leidenschaft offenbaren? Also, irgendwann träume ich davon, Blumenladen aufzumachen. Oh, Scheiß. Ich liebe einfach Blumen. Das finde ich so schön, sich so kreativ auszuleben. Also, falls ihr mal eine Floristin sucht oder so und ich keinen Bock mehr auf Miss Germany habe, hier bin ich. Wie würde der Blumenladen heißen? Boah, krasse Frage. Thomas, ich denke mal drüber nach, ich sag euch das noch. Kommt der jetzt? Ja, der jetzt. Adam kommt jetzt. Adam ist der Hund des Hauses und Adam ist wirklich super süß. Super süß. Er kommt gleich da. Das ist Tobi. Der ist auch super süß. Aber Adam ist auch süß. Oh, du kleiner Schatz. Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo Adam! Hallo! Weißt du endlich? Wie alt ist
Ein Jahr jetzt, genau. Voll in der Pubertät. Oh. Er freut sich so auf sein Spielzeug. Oh. 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 Was kommt da denn? Guck mal. Oh, cool. Du bist entspannt, bist du. Dann haben wir hier... Katja, stopp, kannst du noch einmal ganz kurz so anfangen, weil dann kann ich das kurz für die Story festhalten. Was soll ich denn sagen? Genau, das sagst du jetzt so. Wir machen jetzt mal hier, also, warte, das, was wir machen. Weil ich will noch nicht so viel zeigen vom Schloss. Und los. Also, wir machen jetzt hier eine kleine Runde, weil jetzt waren noch nicht alle im Schloss, deswegen machen wir eine kleine Führung. Ja, hier dürfen keine Laptops oder irgendwas draufstehen. Das ist auch nur zum Essen, aber diese beiden Tische, da ist höchste Priorität keine Kratzer oder so, weil es irgendwie Designertische sind. Das ist der zweite, wir machen die Flügeltüren auf zum Essen. Das ist jetzt dann der zweite Raum zum Essen. Den Kühlschrank machen wir gleich noch voll mit Aperolchen und Wasser. Wir haben auch einen zweiten großen Kühlschrank, den wir auch komplett voll machen dürfen mit Wasser. Und hier ist halt den ganzen Tag Kaffee, Tee, Wasser und zu den Mahlzeiten ist hier das Buffet. Genau. Ja, aber das sehen Sie dann hier bei dem Arm. Ja, ja. Das ist dann das Buffet, das Sie machen können. Von Tobi. Cool. Und das sind so richtig gute Stühle, müssen wir her, wenn wir noch ein Stühle dazu holen. Und wir haben eigentlich wirklich hier auch Yoga zu machen, aber der wird zu klein sein, sonst mit den Tischen am Rand. Den müssen wir drüber machen. Hier wird gerade sauber gemacht, wir gucken nur kurz rein. Schön. Das ist der große Raum. Hammer. Und da wird dann auch Yoga gemacht. Dürfen wir die ganz kurz zwischenlagern hier? Max, wie ist die Lage? Gut, ich freue mich sehr. Und Elena? Bin ein bisschen aufgeregt. Und guck mal hier, Kamera. Ist schön, oder? Sieht man das? Ja. Aber ich glaube, das sieht auf der Kamera gut aus. Nachher. Ja? Okay. Ist noch ungegradet. Also hat Tobi auf jeden Fall wieder alle Arbeit geleistet? Wie ist das? Ganze Arbeit geleistet. Alle, aber auch. Alle, genau. Alle haben ganze Arbeit geleistet. Taxi! Oh nein! Hin! Hallo! Da. Oh, wie schön, dass ihr da seid. Wir haben auch extra Schnee für euch bestellt. Wow, ist das aufregend? Komm, die schreiben mir dann ja. Oh, hier ist nicht kalt, ne? Nee. Geht. Grad geht. Okay, gut. This year, to save me from tears, I give it to someone special. Special. Okay, also. 16.53 Uhr, 17 Uhr ist Treffpunkt. Drei der Top 20 sind schon da. Und also drei sind schon weiter. Ja. Na, sieben Uhr. Also zu pünktlich ist ja auch nicht pünktlich. Also pünktlich ist gut, aber pünktlich 17 Uhr ist gut. Sollen wir mal gucken, wer danach kommt. Bin mal gespannt. 17 fehlen noch. Aber guck mal, sieht schön aus. Schön, dass ihr da seid. Endlich. Wie schön, dich zu sehen. Hallo. Schön. Hallo! Hallo! Jetzt freuen wir uns einfach nochmal. Schön, hier zu sein. Hallo! Ich freue mich auch. Hallo! Wie schön. Hallo! Der Bachelor! Er hat die Rosen vergessen. Vielleicht gibt es ja ein Foto noch die Tage. Hi! Hallo! Hallo, wie ist es? Und wieder lächeln. Hui!
Wow. Ein Check. Hallo gesagt. Oh, schön dich wieder zu sehen. Hey. Hallo. Ja. Hallo, meine Liebe. Oh. Geht's dir gut? Ja, geht doch. Schön. Gerne. So, guck mal. Oh, ist das geil. Schön. Schick aus. Hi. Was ist das denn? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Trauma von mir denn? Guck mal, jetzt ist das die erste Station. Wie ist die Lage? Also eigentlich super, aber ich werde halt schon wieder gemobbt, weil ich irgendwie Technik umgekickt habe, weil ich gefilmt habe und es ist einfach ein bisschen stressig hier. Das ist total romantisch. Ich fühle mich wie Cinderella gerade. Kommt jetzt gleich noch so ein Prinz runtergelaufen? Nein, das ist total schön. Das ist wirklich sicher sehr, sehr schön. Ich möchte gerne Apfel. Welchen findet ihr denn am besten? Oh, das ist ja. Ja, okay. Dann in der Reihenfolge. Und wir freuen uns wirklich mega auf die nächsten Tage mit euch. Also es gibt ein pickepacke volles Programm. Das werdet ihr auch nachher noch alles erfahren, was euch so erwartet. Erstmal freuen wir uns natürlich in dieser mega schönen Location im Schloss Blankensee zu sein. Der liebe Sven ist hier der Besitzer mit seinem Partner Michael. Den habt ihr beim Check-in eben schon kennengelernt. Ich wünsche euch eine tolle Zeit. Danke. Genau, und jetzt haben wir erstmal hier kurz ein bisschen Zeit, dass wir ankommen können. Ein bisschen Punsch trinken von Völkel übrigens. Ein bisschen Get-Together. Dann erfahrt ihr nämlich auch, was so die nächsten Tage passiert. Und wir lernen uns einfach mal ein bisschen besser kennen. Und eine kleine Präsi noch. Genießt einfach alles. Es wird schön. Dankeschön. Danke. Komm mit. Sie muss nämlich in 20 Wir nutzen jetzt den Abend, den ersten Abend für ein offizielles Welcome und da wollen wir noch ein bisschen über Miss Jeremy sprechen, über die Geschichte, über das, was die Tage jetzt ansteht. Ich glaube, das ist nochmal echt spannend. Ihr bekommt nochmal uns vorgestellt und wir bekommen nochmal ganz kurz nachher auch nochmal euch vorgestellt. Das ist halt immer schön und nicht so schön dann zum Beispiel jetzt am Donnerstag, weil dann sind ja auch 10 weiter und 10 vielleicht nicht so heavy. Und wir wollen euch aber trotzdem heute und die nächsten Tage die Tage so vollpacken, dass ihr sagt am Donnerstag oder am Freitag, ich bin so happy, dass ich diese Tage miterleben durfte und habe über mich selber gelernt und habe sehr viel für mich mitnehmen können. Und wir wollen euch da einfach auf dem besten Weg unterstützen mit unserer Expertise, mit unseren Kontakten, mit unserer Reichweite, um da eben ganz großartige Vorbilder auch zu kreieren. Und ihr habt alle ein Riesenpotenzial dafür, deswegen seid ihr ja jetzt auch hier. Man merkt immer mehr, es kommt an und ich glaube auch, wenn ihr erzählt, okay, ich bin bei Miss Germany, das ist eben nicht mehr der Schönheitswettbewerb, sondern eine Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen, dass eben das Feedback gut ist. Und deswegen ist es auch einfach so wichtig, dass man das immer wieder kommuniziert. Die Marke haben, die es seit 1927 gibt. Vieles überspringe ich mal, aber 2014 ist mein Großvater dann quasi aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ich habe dann halt schon relativ viel so digital übernommen. Also mit dem Fußball? Weil wenn man was bedienen will, will man ja auch auf solche Bühnen und auf Konferenzen oder Empfängen oder whatever sprechen. Und dann muss man das natürlich auch schaffen. Vor irgendwie da hängen dann auch irgendwie 8 Kameras rum. Und ich habe eine kleine, vielleicht auch eine große Überraschung für euch, denn ich werde zuständig sein für eure
Kostüme beim Finale. Ich würde mir auch wünschen, dass du morgen mal Feedback zu Stories gibst, weil ich will mich Freitag hören, ist scheiße. Ne? Wie ist das Resümee vom ersten Tag? Ich kann das immer nicht so unvorbereitet. War super. Also mir war wirklich schön. Also nein, es war wirklich richtig schön. Die Frauen haben sich alle gefreut. Es war ein richtig romantisches Lagerfeuer mit Völkelglühwein. Nicht Glühwein, sondern Punsch. Genau, dann gab es hier richtig leckeres vegetarisches Abendessen vom Schloss. Und hier sind alle richtig bemüht, auch die beiden, Michael und Sven vom Schloss. Die geben sich richtig viel Mühe, dass sie alle eine gute Zeit haben. Und wir gehen jetzt schlafen.